Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen beim neuen Foodtest hier auf dem Kanal. Heute machen wir weiter mit der Balsen Family, zack, und zwar mit den Blätterherzen. Diesmal jetzt nicht so ein Schokoladensnack, wie wir jetzt die letzten drei Videos hatten, sondern was ein bisschen eigenes wieder. Ich finde es ganz cool. Das erste Mal auch nicht in so einem bläulich-weißen Ton gehalten, sondern in so einem hautfarbenbraunen Ton gehalten, würde ich schon fast sagen. Hier mit dem Balsen-Schriftzug. Wir haben ein Blättergebäck, unzählige hauchdünne Schichten unter karamellisierten Zucker. Oh, Chacuzel. Ihr wisst, ihr Blätterteig entsteht ja, indem man so ganz sanfte Teigblätter so immer übereinander stülpt und so entsteht ja dieser Blätterteig. Das wusste ich lange Zeit auch gar nicht. Und drüber haben wir dann noch karamellisierten Zucker. Also klingt schon mal sehr lecker. Jetzt kommt es auf die Konsistenz und den Geschmack noch an, aber so, genau, Blätterbrezeln, da haben wir das Ganze. Und mit zur ersten Seite nehme ich hier, wir karamellisieren den Zucker ganz zum Schluss mit offener Flamme. Geil, liest sich schon mal sehr angenehm. Meerschweinchen, alles gut. Dann haben wir Blättergebäck, besonders seit Bestehen Blätterbrezeln von Balsen. Geil. So, andere Seite. Wir haben stolz ein Familienunternehmen seit 1889. Bin ich auch total stolz auf euch. Ohne Zusatz von Farb- und Konservierungsstoff mit Liebe, Hingabe und Weizenmehl aus kontrolliertem Anbau laut Lebensmittelrecht. Okay, Balsen, Blätterbrezeln, wunderbar. So, dann kommen wir schon zur Rückseite. Hier haben wir das gute Ding. Die Balsen Family. Wir sind ein Familienunternehmen in der vierten Generation. Wie viele sollen noch folgen? Dafür steht die Bullshit TET-Zeichen. Hermann Balsen entdeckte es auf der Ägyptenreise. Es ist eine Hieroglyphe, die eine aufgehende Sonne und eine Schlange zeigt. Ihre Bedeutung ewig während unser Ziel. Geil. 100 Gramm haben wir diesmal hier drin. Und wir kommen zu den, natürlich hergestellt und vertrieben von Balsen aus Hannover. Schöne Grüße an alle aus Hannover. Und wir kommen jetzt zu den Nährwertangaben hier 100 Gramm. Wir haben einen Energiewert von 2159 Kilojoule bzw. 517 Kilokalorien. Ja, ist besser als die letzten Balzen-Dinger, aber auch wieder über 500 Kilokalorien. Ist immer so, boah, so eine Kalorienbombe halt. Fett haben wir 28 Gramm, davon gesättigte Fettsäuren 16 Gramm. Immer noch Respekt, so viel Fett. Dafür, dass wir eigentlich hier nur Weizen haben und Zucker. Gut, schauen wir mal. Kohlenhydrate haben wir 58 Gramm, davon Zucker 14 Gramm. Okay, Respekt. Respekt. Weniger als auch die letzten. Geil. Also bisher hätte ich nicht erwartet, aber bestes Balsenprodukt. Auch wenn es total ungesund ausschaut. Naja. Ballaststoffe 2,9 Gramm, Eiweiß 6,7 Gramm, Salz 1,3 Gramm. Okay, extrem viel Salz. Bin ich mal gespannt. Sonst sticht natürlich der Eiweiß heraus. Zucker ein bisschen, aber jetzt nicht sonderlich. Ich bin echt gespannt. Okay. Ja, okay. Nährwertangaben könnten schlimmer sein, könnten besser sein. Dann kommen wir jetzt zu den Zutaten. Wir haben ein Blättergebäck mit den Zutaten. Hauptzutat Weizenmehl. Ist einfaches Weizen. Schwierig. Dann als zweite Zutat. Das erklärt das ganze Fett. Palmöl. Auch hier wieder nicht nachhaltig oder sonst irgendwas. Schade. Dann als dritte Zutat haben wir Zucker, Sonnenblumenöl, Salz, Emulgator Lecithin, Vollmilchpulver. Ich muss hier sagen, relativ simpel gehalten die Zutaten, also wirklich, größten Respekt dafür. Zucker an dritter Stelle, Palmöl halt nicht, es wird schwierig. Es wird am Ende, denke ich mal, keine Empfehlung. Auch wir sind jetzt bei der Gesundheitsnote, also Gesundheitsnote. Wir haben Weizenmehl, wisst ihr, allein schon Weizenmehl, Palmöl, Zucker, Sonnenblumen, also Empfehlung wird es klar nicht. Aber ich muss sagen, dadurch, dass ich dem Perpetuum letztens eine 3-4 Plus gegeben habe, ist das eine 3 Minus wert? Für so ein Snackgebäck, 3 Minus ist ja immer noch keine Empfehlung, aber ich muss sagen, Vollmilchpulver, Zucker, Weizenmehl, Palmöl. Nein, kriegt ja auch Leute Gesundheitsnote 4 Plus. Auch wenn es wie irgendwie wie Perpetuum aufgebaut sind, für so ein Blätterteig, Herzgeschmarre, kriegt es eine 4 Plus. Schaut ganz angenehm aus. Balsen, die Dynastie, ey, die ewig Werte. Bin ich mal gespannt, wie lange das sich auch wirklich durchsetzt. So. Blätterbrezeln, Blätterherzen habe ich eigentlich schon die ganze Zeit. Wir machen das Ganze auf. Also 4 Plus, keine Empfehlung, keine Gesundheitsempfehlung zumindest. Und jetzt schauen wir uns den Geschmack an. Wir machen das Seite wieder auf, ziehen hier den ganzen Zug mal raus. Boah, sind viele, sind ja auch 10 Stück. Krass, also 20 Stück insgesamt. So, wir machen das Ganze auf. Jetzt bin ich gespannt, noch nie gegessen, muss ich dazu auch sagen. Also wirklich noch nie diese Blätterherzchen hier gegessen. Ich bin gespannt, ich lege mal eins dahin. Du das Ganze mal wieder hier rein tun. Zack, so, zack, 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 zack. Ein Krampf. So, hier haben wir jetzt das Blätterherz. Man sieht direkt den karamellisierten Zucker. Man spürt den Teig, es ist hart gebacken, also ist natürlich nicht mehr weich.
Aber wir schauen mal jetzt, wie es schmeckt. Ich bin gespannt, Leute, aufs Wohl. Krass. Krass. Das schmeckt echt gut. Boah. Und es schmeckt wirklich nach Blätterteig. Boah, mein absoluter Balzen-Favorit bisher. Alter. Damit habe ich jetzt null gerechnet. Ich dachte, die kacken komplett bei mir ab. Alter, was? Boah, so sanft, wie du da reinbeißt. Oh mein Gott. Hör ich den Teig an. Boah. Das zergeht in den Zähnen. Das zerflattert einfach. Boah, ist das geil. Wie. Boah. Schade, dass ich die auch nie wieder essen kann. Alter. Blätterbrezeln, Balzen. Boah. Geschmacksnote gibt es eine 1. Einfach weil mich das jetzt auch so überrascht hat. Schmeckt gar nicht so süß. Schmeckt nach einfachem Weizenteig mit eben Palmöl. Den karamellisierten Zucker. Zergeht in der Zunge, zergeht im Mund. Oh, Schakuzel, schmeckt das gut. Leute, gibt von mir eine 1 von der Geschmacksnote. Am Ende knapp keine Empfehlung wegen den Zutaten. Aber wer einen Snack sucht, besser als Gummibärchen, Vollmilchschokolade, andere 20 Gramm plus süßen Sachen, so wisst ihr, wie ich meine? Da muss ich mir noch ein paar reinhauen. Boah, schade, dass ich die auch nie wieder essen kann. Aber dafür brauche ich eine gesündere Alternative. Wow, so lecker. Also wirklich Blätterherzen vom Balzen, Blätterbrezeln, verdammt nochmal. Super, wow. Leute, absolute Überraschung, hätte ich nicht erwartet. Boah, ich dachte, ich beiß da rein, wisst ihr, jetzt kommt so ein Cracker-artiges Ding. Geil. Also, das hat mich umgehauen. Wow. So, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Immer schön happy bleiben, immer schön gesund ernähren. Probiert die Dinger mal, wenn ihr so auf die Blätterteig-Sachen steht. Nur probieren, ansonsten. Ja, natürlich nicht zugreifen, aber absolut, also mich hat's umgehauen. Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Am Ende keine Empfehlung. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Immer schön happy bleiben, niemals aufgeben und bis dann. Ciao, ciao.